Ich habe heute wieder ein veganes Food Diary für euch. Ich habe euch fast eine Woche lang mitgenommen und zeige euch, was ich so esse. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen. Bei mir gibt es heute Haferbrei, einfach mit Haferflocken und Sojamilch. Dann habe ich ein paar Chiasamen noch dazu gegeben. Das hier ist ein geriebener Apfel und noch ein paar Kaki-Stücke dazu geben mit braunem Zucker und Zimt. Und hier habe ich dann noch einen Hustentee. Ich bin nämlich mal wieder so ein bisschen erkältet. Bei mir gibt es jetzt auf der Couch noch eine Portion Nudeln mit einer Bolognese-Soße. Da sind Sojaschnitzel drin, rote Linsen und Möhren. Und dann lese ich ein bisschen dabei und mache es mir gemütlich. Mein Abendessen besteht jetzt aus so einem Vollkornbrot mit Avocado und Paprika. Und da habe ich dann so ein bisschen, also mit Salz, Pfeffer gewürzt und so ein bisschen Balsamico-Creme drüber gegeben und Kresse. Und dann noch so ein Stück Gurke eben klein geschnitten. Die eine Hälfte habe ich noch mit Avocado gegessen und hier habe ich jetzt den Schokoaufstrich von Alnatura dazu gegeben. Und zwar ist das die Zartbitter-Variante. Guten Morgen. Bei mir jetzt eigentlich das gleiche wie gestern. Haferbrei mit braunem Zucker, Zimt und ein bisschen Kaki. Ich habe diesmal Chia Ghee reingegeben. Also die Chiasamen habe ich diesmal dran gedacht, in Wasser einzulegen. Und dann habe ich noch Pflaumen dabei. Und der Tee ist ein Apfel-Zitrone-Vanille-Tee. Den gibt es bei Aldi. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das sind jetzt die Reste meines Mittagessens. Mein Akku war leer, deswegen habe ich euch das vorhin nicht zeigen können. Und zwar sind das Kartoffeln mit Zucchini. Und Pilzen und Zwiebeln und Chili. Und ein bisschen Gewürzen. Und dann habe ich halt einfach Tomatenmark mit Wasser so angerührt und mit Cayenne und Paprikapulver gewürzt, genau. War ganz lecker, eigentlich. Zum Abendessen gibt es bei mir jetzt wieder Brot. Das ist nochmal eine Scheibe Vollkornbrot. Und habe ich auf die eine Hälfte diesen Aufstrich gemacht. Der ist von Edeka, so ein Bärlauchbrotaufstrich. Und dann habe ich da noch Gurke drauf gegeben und Kresse. Und die andere Hälfte habe ich mit Avocado bestrichen und Tomate und da habe ich noch ein paar Gurkenscheiben. Der Aufstrich schmeckt übrigens ganz in Ordnung, aber ich finde ihn jetzt nicht so lecker. Also ich glaube, nochmal werde ich ihn mir nicht kaufen. Und dabei gucke ich noch ein bisschen YouTube-Videos. Die zweite Scheibe Brot gibt es nochmal mit Avocado und Tomate. Und die Gurke, die schmeckt nicht. Kennt ihr das, wenn die Gurken so ein bisschen komisch schmecken? Und das ist so eine, die ein bisschen komisch schmeckt und die mir nicht schmeckt. Und deswegen habe ich noch ein bisschen Paprika klein geschnitten und snack die nebenbei. Guten Morgen. Frühstück ist bei mir das gleiche wie gestern. Ich nehme es aber diesmal mit zur Vorlesung. Ich bin nämlich super spät an und habe keine Zeit, das mit zu essen. Und das ist etwas, was ziemlich schnell geht. Ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie ich den Haferbrei mache. Und zwar gebe ich einfach Milch mit Haferflocken zusammen schon in eine Schüssel und mache die dann für knapp 2 Minuten in die Mikrowelle. Und das war's. Deswegen, also ich weiß, Mikrowelle ist nicht unbedingt die beste Lösung. Aber das geht super einfach, super schnell. Und jetzt habe ich einfach noch eine Kaki draufgeschnitten, packe das ein und esse das gleich. Ich habe nämlich echt Hunger. Ich habe mir heute Mittag mal wieder Kartoffelsalat gemacht. Den mache ich mir richtig, richtig oft. Aber ich glaube, ihr habt den noch nie in einem Food Diary gesehen. Ich koche einfach die Kartoffeln, schneide eine Zwiebel klein und mache normales Essig-Öl-Dressing. Ich habe diesmal jetzt Balsamico-Essig benutzt, weil der andere leider leer ist. Aber da benutze ich meistens irgendeinen Kräuteressig. Und dann gebe ich noch Petersilie rein. Und diesmal habe ich noch ein bisschen Eisbergsalat dazugegeben. Und das einfach vermengt. Der ist noch so ein bisschen warm und ich mag das super gerne. Und dazu lese ich. Guten Morgen, bei mir gibt es wieder Haferbrei. Diesmal ein bisschen weniger mit Chiasamen und Pflaumen. Und dann habe ich mir noch eine Scheibe Vollkornbrot mit
Marmelade bestrichen. Und zwar ist das Sauerkirsch für sich Maracuja-Marmelade. Und zwischendrin esse ich jetzt noch ein bisschen Schokolade. Das hier ist die 70% Kakaoschokolade von Aldi. Und was ich sonst noch zwischendrin esse, habe ich voll vergessen immer zu filmen. Zum Beispiel Clementinen, Pflaumen oder eben sowas hier. Guten Morgen. Ich habe jetzt leider schon wieder Frühstück für euch. Und zwar habe ich gestern sonst nichts mehr gefilmt gehabt. Ich hatte eine Mensa zum Mittag gegessen. Da gab es Vollkornspaghetti mit Tomatenmus. Und ich hatte noch ein kleines Schälchen mit Kokosreis und Bohnen. Und gestern Abend waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich dann auch nichts mehr gefilmt. Ja, deswegen gibt es jetzt wieder Frühstück. Es ist eigentlich das gleiche wie die Tage zuvor. Tut mir leid. Es ist allerdings eine riesengroße Portion, weil ich die Sojamilch halt leer machen wollte. Es ist deswegen auch ein bisschen flüssiger, weil ich so viel, wenn das jetzt alles mit Haferflocken noch die Menge pro Portion eben gestimmt hätte, hätte ich das im Leben nicht gepackt. Ich habe eine Pflaume und eine Clementine reingegeben und Chiasamen und da hinten habe ich noch einen Erkältungstee. Und mal schauen, ob ich das jetzt packe. Bei mir gibt es heute Mittag jetzt ein ziemliches Durcheinander und zwar habe ich hier noch Kartoffelsalat von vorgestern ein bisschen übrig, den esse ich jetzt noch. Und ich habe noch 3 Zucchini da gehabt, die unbedingt weg mussten, weil ich spontan beschlossen habe, jetzt am Wochenende heimzufahren. Und die habe ich jetzt einfach in den Ofen gepackt. Und dazu habe ich mir hier noch Tomatenreis gemacht. Also einfach Reis in Gemüsebrühe gekocht, ein bisschen Tomatenmark dazu und Petersilie und Paprikapulver, Salz, Pfeffer. Und hier hinten habe ich noch eine halbe Brezel. Und zwar ist es eine Olivenbrezel, die ich gestern auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Die aber ihre 3,50 € definitiv nicht wert war. Aber die esse ich jetzt nun auch noch dabei. Guten Morgen. Ich esse jetzt 2 Scheiben Brot. Eine mit einem Zartbitter-Schoko-Aufstrich und die andere mit, was ist das? Genau, Sauerkirsch. Für sich Maracuja-Marmelade. Und hier habe ich mir noch einen Smoothie gemacht. Aus Kiwi und Pflaumen, weil ich die weg muss, weil ich nämlich jetzt gleich nach Hause fahre. Ja, weil die weg mussten. Ich fahre nämlich gleich nach Hause. So, das wird jetzt mein Mittagessen sein. Und zwar nehme ich die Reste von gestern, also den Tomatenreis mit den Zucchini, mit dem Zug, den Smoothie, den ich heute Morgen schon getrunken habe, noch abgefüllt. Und 3 Clementinen, die müssen auch noch weg. Und es kann gut sein, dass ich mir noch ein Franzbrötchen am Bahnhof kaufe. Aber das war's. Gestern hatte ich übrigens noch auf der Arbeit eine Pizza gegessen. Das habe ich aber nicht gefilmt. Und heute Abend gehe ich Sushi essen, das kann ich auch schon mal direkt sagen. Wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr Food Diaries habt, könnt ihr einmal bei der lieben Jessigen Lifestyle vorbeischauen, falls ihr die noch nicht kennt. Die hat nämlich auch heute ein neues Food Diary hochgeladen. Und falls ihr euch mein letztes Video anschauen wollt, das ist ein Food Haul, dann könnt ihr hier rechts klicken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.